Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Warum ist Matt Hardy zu All Elite gegangen? Außerdem möchte Sheamus gerne bei NXT UK Takeover antreten und WrestleMania wird voraufgezeichnet. Es gab ja vor kurzem mal das Gerücht, dass Vince McMahon gerade versucht, seine Pay-Per-Views an einen anderen Streaming-Anbieter zu verkaufen, als es das WWE Network ist. Damit verbunden ist zwar noch keine Aussage darüber, dass das WWE Network jetzt keine Pay-Per-Views mehr zeigt, trotzdem versucht man noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Da war jetzt ESPN ein sehr interessanter Partner, weshalb man sich auch jetzt schon dazu entschlossen hat, einige WrestleManias erneut auf ESPN auszustrahlen. Das Ganze läuft zum Beispiel jetzt, denn WrestleMania 30 wurde komplett in Amerika ausgestrahlt auf ESPN und soll dann halt irgendwie da vielleicht einen Start in die Zusammenarbeit setzen. Allerdings ist das jetzt erstmal alles komplett auf Eis gelegt, denn jetzt sind natürlich alle Leute erstmal ein bisschen vorsichtig, was große Finanzierungen, große Pläne angeht, denn wir sind ja momentan in einer kleinen Krise und deswegen könnte das gerade nicht so gut laufen, was da irgendwelche Vertragsgespräche angeht. Dann gab es mal das Gerücht, als CM Punk zurück zu WWE Backstage kam, dass man ein WrestleMania-Match zwischen CM Punk und Seth Rollins aufbauen möchte. Dieses Gerücht ist allerdings falsch. Das kann man jetzt bestätigen. Das war niemals auch nur ansatzweise ein Plan. Jeff Hardy hat in der letzten The Bump-Episode bekannt gegeben, dass er demnächst mit seinem alten Lied wieder rauskommen wird. Das heißt, No More Words wird also wieder gespielt werden, wenn er demnächst in die Halle kommt. Also nicht dieses Hardy Boys Theme, was er jetzt die letzte Zeit hat, sondern als Single Wrestler wird er jetzt auch wieder mit seinem alten Lied durchstarten. Dann posten alle möglichen Wrestler gerade auf Instagram und Twitter ihre Vorher-Nachher-Bilder von ihrer ersten Wrestling-Gear zu ihrer jetzigen. Ich habe das für mich auch schon mal angefertigt. Nebenbei folgt mir auf Instagram, martinguerrero-89. Matt Hardy hat über Twitter so ein bisschen darüber gesprochen, warum er sich jetzt genau für All Elite und nicht für NXT bzw. WWE entschieden hat. Hierbei ging es natürlich wieder um seinen Einfluss in seinen eigenen Charakter. Er kann bei All Elite natürlich ein bisschen besser bestimmen, wohin die Reise gehen soll mit Storylines und auch was mögliche Fäden für die Zukunft angeht, hat er selbst einfach für sich mehr kreativen Einfluss bei All Elite, als er es bei der WWE hätte. Außerdem, so schrieb er, gibt es mehr Geld für weniger Auftritte, für weniger Reisen. Also warum sollte man das nicht machen? Und übrigens hat er auch schon gesagt, dass laut seinem aktuellen Vertrag die Möglichkeit besteht, dass er auch bei New Japan Pro Wrestling antreten darf. Das heißt, dass man ihn dann möglicherweise, wenn alles wieder läuft, in Japan sieht, könnte sogar passieren. Denn auch Jon Moxley wurde zum Beispiel auch ebenfalls bei New Japan eingesetzt und so ein Matt Hardy könnte man da auch bringen. Er selbst schrieb, dass er auf jeden Fall sehr großen Bock hat, bei Wrestle Kingdom irgendwann mal anzutreten. Mal schauen. Und weiter geht es mit den Wrestlern, die einfach in der Apokalypse nicht wissen, was sie sonst machen sollen und deswegen einen Twitch-Kanal eröffnen. Paige und Ember Moon haben beide jetzt Twitch-Kanäle und streamen da mehr oder weniger regelmäßig. Ember Moon will da wohl Workout-Videos machen für ihre jetzige Genesungszeit, denn sie ist ja immer noch in Pause wegen einer Verletzung an der Achillessehne und muss dann natürlich weitere Übungen machen und diese Übungen will sie wohl irgendwie über Twitch streamen. Und Paige zockt aktuell Zelda, beide sind auch schon Partner bei Twitch. Ja, Cesaro streamt übrigens auch auf Twitch, der hat nur ein paar Zuschauer, Alexander Wolf streamt auf Twitch, der hat ganz wenig Zuschauer. Also ja, da will mir nochmal einer erzählen, dass man auf Twitch als Frau es schwerer hat, Erfolg zu haben. Ah ja. Sheamus hat in einem Interview über NXT UK Takeover Dublin gesprochen, was ja nächsten Monat stattfinden soll. Mal schauen, ob das klappt. Denn darin sprach er natürlich auch über die Möglichkeit, dass er dort vielleicht auch ein Match bekommt und da hätte er auf jeden Fall sehr große Lust zu. Ebenfalls hat er schon einige Gegner genannt, die er sich gern wünschen würde. Darunter zählen Finn Balor, Walter und Wolfgang. Am 10. April wird auf Netflix der nächste WWE-Film released und zwar The Main Event, worum es um ein Kind geht, der gerne Wrestler sein möchte und dann eine magische Maske findet, die ihm erstaunliche Kräfte verleiht und deswegen wird er dann The Kid Chaos.
und wird dann halt Wrestler. In diesem Film spielen sehr viele Wrestler mit. Zum Beispiel soll auch Keith Lee eine sehr, sehr große Rolle in diesem Film haben. Ursprünglich waren da zwar mal Bray Wyatt und John Cena für eingeplant, dann hat man das Skript aber nochmal umgeschrieben. Und so gab es dann andere Wrestler, die dann halt den Einsatz in diesem Film bekommen haben. Ob der denn auch hierzulande so freigeschaltet wird, weiß ich nicht, aber VPN regelt. Klingt auf jeden Fall erstmal irgendwie interessant, könnte was werden. Und dann stehen in den nächsten Tagen sehr anstrengende Tage für die WWE Superstars ins Haus, denn die WWE hat beschlossen, dass sie, bevor hier irgendwelche Ausgangssperren oder sonst irgendwelche weiteren Maßnahmen ergriffen werden, werden sie alles vorab aufzeichnen, unter anderem auch WrestleMania. Das heißt, letzte Woche Freitag gab es ja die Smackdown-Episode. Dann wurde Samstag die Smackdown-Episode für nächste und übernächste Woche aufgezeichnet. Am Sonntag, also gestern, wurde alles für die nächsten NXT-Episoden aufgezeichnet. Und heute Abend wird es natürlich ganz normal die Raw-Episode geben. Morgen wird man die Raw-Episode für nächste Woche aufzeichnen und am Mittwoch und am Donnerstag wird man WrestleMania aufzeichnen. Das heißt, beide Tage für WrestleMania werden vorab aufgezeichnet und werden dann halt an dem WrestleMania-Wochenende in zwei Tagen ausgestrahlt. Aber die beiden Taping-Tage stehen erstmal fest. Damit ist dieses Jahr WrestleMania, ich glaube da auch das erste WrestleMania, nicht nur ohne Zuschauer, sondern auch das erste, was komplett vorab aufgezeichnet wurde und nicht live ausgestrahlt wird. Naja, aber durch die Tatsache, dass ja wirklich nur ganz wenig Mitarbeiter dann im Performance Center sind, wäre es theoretisch möglich, wirklich komplett spoilerfrei in WrestleMania zu gehen. Das heißt, es gibt ja in der Halle theoretisch niemand, der Ergebnisse oder sowas posten könnte. Klar sickert das hier und da immer noch mal durch, aber wenn hier jetzt wirklich was durchsickert, dann ist der Kreis, wer da vielleicht gelabert hat, doch relativ überschaubar. Und dann wird es für die Leute auf jeden Fall nochmal richtig auf die Fresse geben. Aber letztendlich kommen wir eh nicht um diese ganze Sache drumherum. Deswegen, ja, ich hoffe, euch allen geht's gut. Und dass ihr auch über die Zeit kommt, gerade auch was Geld und so weiter angeht. Einige Businesses sind da ja extrem hart von betroffen. Gerade so Friseure, Bars, Restaurants, Clubs, was weiß ich, die sind natürlich jetzt richtig hart am Struggeln. Deswegen hoffe ich, dass ihr das alles irgendwie auf die Reihe kriegt. Ja, von daher war es auf jeden Fall erstmal mit den News. Gerne Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden und deine Meinung zu den aufgezeichneten WrestleManias gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Halt durch, wir sehen uns, haut rein und ciao.